Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why, Kapitel 2. So, ja. Wir fangen weiter an. Soll ich eigentlich das Kapitel immer vorher nennen? Oder eigentlich nicht? Weil es läuft ja durch, ne? Na, mal gucken. Wir überlegen uns das noch. Was haben wir hier? Guess who I found? Baloney. Ali Belly Baloney? Why, yes. I would love to have a tea party with you. Again. For the third time today. Ach, das war's schon. So, ich guck mal eben, ob ich, ja genau, die Geschichte weiterlesen kann. So, wir hatten eins, zwei, drei, vier. Wir waren beim Fest stehen geblieben wegen dem Rätsel. So, jetzt lese ich nochmal zwei vor. Und zwar, lesen haben wir hier die Kobolde und die Eishöhle. Es war einmal in einem tiefen, uralten Wald. Da spielten die listigen Kobolde in der Nähe eines Gletschers und fanden ein Loch im Eis. Sie krochen durch einen Tunnel, der immer breiter wurde, und fanden sich in einer geräumigen Eishöhle wieder. Das Licht strahlte durch die gewölbten, bläulich-weißen Wände, sodass sie an Wasserfälle erinnerten, und in der Mitte stand eine Säule aus Hunderten von Eiszapfen. Damals lebten die Kobolde noch nicht unter dem alten Holzhaus. Sie hatten noch keine Bleibe. Vielleicht können wir hier wohnen, riefen sie aufgeregt. Wenige Augenblicke später unterbrach das Stapfen schwerer Schritte sie beim Spielen. Da wurde ihnen klar, dass hier vielleicht schon jemand wohnte. Sie versteckten sich hinter einem Stein, um zu sehen, wer hereinkam. Der alte Bär stapfte in die Höhle und schüttelte sich, sodass der Schnee aus seinem Fell fiel. Er gähnte laut, legte sich auf einen Haufen Zweige, der in der Ecke lag, und fing schon nach wenigen Sekunden an zu schnarchen. Als die Kobolde überzeugt waren, dass er fest schlief, überlegten sie, wie sie ihm die Höhle abluchsen konnten. Sie schabten Eis vom Gletscher, bis sie einen ganzen Korb voll davon hatten. Dann versteckten sie sich wieder hinter dem Stein und fingen an, Eisklumpen auf den schlafenden Bär zu werfen. Man muss dazu sagen, dass der alte Bär nicht gerade der hellste Bewohner des Waldes war. Als er aufwachte und merkte, dass Eisklumpen auf ihm lagen, brüllte er: »Meine Höhle stürzt ein!« Er rappelte sich auf und rannte nach draußen, bevor die Höhle ihn unter sich begraben konnte. Die Kobolde folgten dem Bären leise nach draußen und liefen einmal im Kreis. Dann taten sie so, als würden sie ihn zufällig vor der Höhle antreffen. »Was ist passiert?« fragten sie. »Meine Höhle, sie stürzt ein«, jammerte der alte Bär. »Dabei wird es jetzt Zeit für meinen Winterschlaf. Wo soll ich nur den Winter verbringen?« Die Kobolde hatten nicht gewusst, dass der alte Bär kurz vorm Winterschlaf war, und sie bekamen ein schlechtes Gewissen. Aber sie wollten dem alten Bären auch nicht gestehen, was sie getan hatten. Stattdessen boten sie ihm an, ihm dabei zu helfen, einen neuen Unterschlupf zu finden. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche. Sie suchten in Felsspalten, in hohlen Bäumen und unter Überhängen. Sie fanden zwar keinen Ort, der so schön war wie die Eishöhle, aber der alte Bär entschied sich schließlich für eine Erdhöhle, die ihn während des langen Winterschlafs warm und trocken halten würde. Gute Nacht, gähnte er, und die Goblins kehrten vergnügt in ihr neues Zuhause zurück. Im Frühling wachte der alte Bär auf und machte erst einmal einen ausgiebigen Spaziergang, um sich die Beine zu vertreten. Als er an seiner alten Höhle vorbeikam, stellte er verwundert fest, dass Gelächter aus der Höhle zu hören war. Er ging hinein und war sehr überrascht, dass die Höhle noch bewohnbar war und dass die Kobolde darin waren und spielten. »Was soll das?«, grummelte der alte Bär. Die Kobolde unterbrachen ihr Spiel und schauten beschämt rein. »Tut uns leid, alter Bär«, sagten sie, »aber wir hatten keine Bleibe und hier ist es so schön. Wir wussten nicht, dass du kurz davor warst, in den Winterschlaf zu gehen, und danach haben wir uns nicht mehr traut, dir die Wahrheit zu sagen.« Der alte Bär ärgerte sich, dass er reingelegt worden war, aber die jungen Kobolde schienen sich wirklich zu schämen. Also sagte er: »Kommt mal mit.« Er führte die listigen Kobolde in die Erdhöhle, in der er den Winter verbracht hatte. »Hier könnt ihr bleiben«, sagte er, »und seht mal hoch. Jemand hatte direkt darüber ein großes Holzhaus gebaut. Zurzeit wohnt keiner darin«, sagte der alte Bär, »aber vielleicht zieht ja irgendwann jemand ein. Die Erdhöhle war zwar nicht so schön wie die Eishöhle, aber jemand, aber sie war warm und trocken, und die Kobolde fanden es toll, dass vielleicht einmal jemand darüber wohnen würde. Jemand, der Kuchen backen würde und dem sie Streiche spielen konnten. Und das war die Geschichte, wie die lissigen Kobolde versuchten, dem alten Bären seine Höhle abzuluxen und stattdessen eine eigene Höhle bekamen. So, und dann haben wir natürlich das, wie die Prinzessin halt da eingezogen ist, ne, und, die Prinzessin und die zwei Diebe. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald eine kluge Prinzessin, die in einem großen Holzhaus lebte. Das Haus war aus massivem Holz gebaut, das aus dem Wald stammte und der Prinzessin Wärme und Geborgenheit schenkte.
Die Prinzessin wurde nicht im Wald geboren, doch sie sprach nie davon, wo sie hergekommen war, denn das brachte sie immer zum Weinen. Sie hatte nicht viele Freunde, aber so gefiel es ihr am besten. Der Wald war groß und sehr tief und viele Pfade führten zu ihrem Haus, aber es kamen nur wenige Besucher vorbei. Die Prinzessin war glücklich darüber, in dem großen Haus, das versteckt im großen Wald stand, in Ruhe gelassen zu werden. Sie wusste, dass sie von dem reichen Angebot des Waldes leben konnte, sie den Wald dafür aber respektieren musste. Also nahm sie nur so viel, wie sie brauchte, und für eine lange Zeit verbrachte sie in dem großen Holzhaus ein schönes Leben. Eines Tages im Winter, als die Erde unter einer dichten Schneedecke lag und schwere Eiszapfen von den Ästen hingen, merkte die kluge Prinzessin, dass aus ihrem Haus Essen verschwand. Zunächst war es nur ein paar Früchte, Nüsse und Eier, die über Nacht verschwanden. Vielleicht waren es Vögel, sagte sie sich, oder Mäuse, und eine Zeit lang akzeptierte die Prinzessin die verschwundenen Lebensmittel. Denn der Winter war lang und die kleinen Tiere mussten auch etwas essen. Aber dann verschwanden plötzlich auch kleine Gegenstände, Löffel und Teller, Gabeln und Messer und Decken. Ständig schien etwas aus dem Teil des Hauses zu verschwinden, in dem sie gerade nicht war. Das können keine Vögel oder Mäuse sein, sagte die Prinzessin da. Ich glaube, hier gibt es einen Dieb. Also ging sie nach draußen, suchte Spuren im Schnee, lauschte nach Geräuschen, die den Wind hertrug, aber sie konnte nichts finden oder hören. Wie seltsam, sagte die Prinzessin. Vielleicht versteckt sich der Dieb ja in meinem Haus. Also suchte sie viele Tage lang, guckte hinter Vorhänge, unter dem Bett, im Speicher, im Kamin, hinter dem Balken und unter Teppiche, aber sie konnte nichts finden. Während ihrer Suche verschwanden jede Nacht immer mehr Lebensmittel. Ich werde einen Kuchen backen, überlegte die Prinzessin. Einen großen Kuchen aus allen Eiern, Früchten und Nüssen, die ich habe, sodass ich nur noch eine Sache bewahren muss. Und sie verbrachte den ganzen Tag damit, aus all ihren Vorräten einen Kuchen zu backen. Der fertige Kuchen war so groß, dass sie ihn kaum heben konnte. Wenn ich auf diesen Kuchen gut aufpasse, überstehe ich den Winter, sagte sie. Also brachte sie am Ofen ein Schloss an und sperrte den großen Kuchen ein. Doch am nächsten Morgen war das Schloss aufgebrochen und der Kuchen verschwunden. Das brachte die Prinzessin erst einmal zum Weinen, denn der Kuchen war alles, was ihr zum Ende des Winters zum Essen blieb. Aber dann sah sie winzige Fußspuren im verschütteten Mehl und folgte ihnen zu einer versteckten Luke im Fußboden. So merkte die Prinzessin, dass zwei Diebe direkt unter ihrem Haus lebten. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Meine Güte. We should gather up all our old toys and give them to charity. What's that? I said we should give our old toys to charity. Oh, good idea. Except for maybe one or two? Softy. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Karte entdeckt, finde heraus, was dahinter steckt, folgst du meinen Spuren aus Glitzerstein zum Ende, entkommst du vielleicht aus der unbekannten Fremde. Ich habe Gift gelesen. Was ist das dafür? Ach, das ist keine Tür, das ist nur Holz. Okay. Sah gerade aus. So long, trusty bunkbeds. Liebster Olli, wie geht es dir? Ich bin im Bootshaus und mir geht es sehr gut. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich offiziell zu meiner Teeparty einzuladen. Ich werde Tee und Kekse servieren und du darfst meinen lieben Freund Belloni treffen, den du sicher mögen wirst. Bitte erscheine heute Nachmittag um 16 Uhr. Mit freundlichen Grüßen, Allison. Auch wie süß. Belloni, den Bär. An Olli von Allison, andere begreifen nicht, was uns gemeinsam lachen lässt und wie lieb wir uns haben, aber ich weiß, was auch immer geschieht. Jeder Kobold hat einen Zwilling. Frohen Geschwistertag, hab dich lieb. Oh, so süß. Ist nicht viel über, ne? So. Hier habe ich alles eigentlich. Hey, did you finish packing upstairs? Nope. There's way too much junk to sort through. Was soll ich jetzt tun? Ich guck jetzt erstmal, was mit dem Flieger hier ist. Den kann ich nicht aufheben. Ja, und nun? Allison, I asked you to clean up the coffee table 3 times already. Oops, I forgot. Dann machen wir das jetzt. I'll clean it up. Thanks. While you do that, I'll check out the furniture. I'm guessing you want to keep the coffee table? Couchtisch behalten. Was ist mit dir? If there's anything you want, speak now. I'm not really planning on bringing furniture to Denali. And if I need a base in Juneau, you'll have all the furniture I need. How very non-committal of you.
All right, I'll keep it. Nochmal. Are you gonna keep doing that? I really like that armchair. Gefällt dir der Morgenmodergeruch für deine Hütte im Wald? It'll look sharp next to your tree stump nightstand. I'll be the most stylish mountain man ever. But I was actually thinking it should go in your library. Library? We may not even have a living room. I have faith in you. Behalten will, oh, der Sessel. Ach komm, behalt den. Maybe it'll be salvageable with a deep clean? And finally. I hate to say it, but the couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Well, then that's it for the living room. You are relieved from your duties. Und nun? Oh. Dazu gesellen. Ja, komm. Starting the fire again? Yeah, I'm gonna boil some water. You want something to drink? Achso, Tee oder Kaffee? Ich bin ein absoluter Kaffeemensch. Would you rather have instant coffee or instant coffee? Nah, sorry. I'm more of a tea person. Get it? Tea? As in... How long have you been waiting to make that joke? Longer than I'm willing to admit. I am so glad Eddie came through on the caffeine. Shh, did you hear that? The Ice King is sending us a warning. For your punishment, said the Ice King, you shall be banished from the forest. And if you dare come back before the new moon, you shall feel my anger in your gut! Hear it in the wind! Whoosh! Huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah. You're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? Of course, love. I still think my dark and twisty version was better. We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was full of extra drawings and incomplete stories. Think they're all still in the kitchen drawer? We should go take a look. Sollen wir nachgucken? In der Küche? Come check this out. Allison's first drafts. Right. Because I didn't contribute at all. Come on. I know you did. I can't believe she kept all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough. You know how we thought of ourselves as the goblins? Did you ever get the sense that... maybe Marianne was the princess in the stories? Yeah. Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum. And she was all alone in the woods, in this house, until we showed up. She was. Alone, but with a few friends who helped her along the way. What are you doing? Research. So, if Marianne was the princess, then who were all the rest? And here we go. Oh, come on. Humor me. Ich habe hier gerade eine Erinnerung. So, wir haben hier... Also, wir haben hier Tessa stehen und da ist, ich glaube, Eddie. Ich weiß aber nicht, wer Eddie ist. Also, und da haben wir Sam. So, Sam ist definitiv der Bär. The bear was the most helpful one. He was always around. Stalking her? What? No. I mean, he was kinda always there.
lurking. So, dann haben wir den Pelikan. Pelican. She was the most generous one. Yeah, but there was always a catch. Das ist für mich Tessa. Und dann haben wir hier den Elch. Poor Moose. Really didn't do him justice. Justice? Kind of ironic, huh? Considering he was the lawful good one. Too bad the law isn't really just. You done? Ja, warte, wir müssen die tauschen. You go here. So. So ist es perfekt, finde ich. So, oder? Ich finde das so perfekt. Was soll ich jetzt tun? Muss ich vielleicht in das Buch reingucken? Hä? Ich verstehe nicht, was ich jetzt hier weiter tun soll. Ich finde das so gut. Oder sind die beiden, mussten die beiden... This one. You stumped? Nee, eigentlich nicht. Ich steck nicht fest. Ich weiß ja, was ist. Aber, ach so, Tyler zeigen. So, dann, ja, so. Sam ist der Bär, Eddie ist der Elch und Tessa ist der Pelikan. Alright, I think I'm done. You sure? Definitiv. How do you like them apples? You know, I think you might be onto something. What about these guys? I don't see them being real-life people. Or this one. Yep. Totally Marianne. Why a princess, though? Why not a queen? She hated authority. Yeah. She'd have been a terrible ruler. The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Ja, den haben wir gesehen. Dazu sagt auch keiner der beiden was. You better hurry, or the Mad Hunter will catch us! We need to hide. This way! What's going on? I don't know. Is he here? Is he really here? I don't know. I'm scared. Go away! Yeah! Go back to the forest! Wow. I forgot about that. We'd been pretending he was there. And then... suddenly he was. That was the only time that happened, right? Frag mich nicht. Allison? Frag mich nicht. Wait. It felt way too real. It was... us. Pushing our imagination way too far. It's Klopp. Great. Hello? Sam Kansky, Grandmaster of Bad Timing. We're not done with this conversation. Morning, Sam. Ahoy, goblins. I ran into Chief Brown, who said you were starting to clean up on the house this morning, so, I kind of figured you might need some supplies. That's... thank you. That was very thoughtful. Oh, also got something for you, Tyler. Every man needs a good knife. There you are. Thanks, Sam. Good. Good, yeah. Oh, and before I forget, for the lady of the house. Ugh. It was your mom's favorite recipe. Still make it darn near every week. Think of her every time.
Thanks. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh, yeah. That fuse box is busted. Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? I can take care of it. Oh, I don't doubt you can. But, I've been kicking this thing back to life for the last 20-some years. I'll give you a hand. All right. Box is in the barn. Follow me. We'll be right behind you. Er will ja nur nett sein, ne? Also, er ist so lieb, nett, so. Aber er ist Alkoholiker, ne? Jetzt hätte man sich auch nicht unbedingt noch eine Jacke anziehen müssen, nur um ihm zur Scheune zu gehen. Well, I guess old bears can learn new tricks. Yep. Warte. Come on. Let's go get our electricity back on. Hab ich schon wieder eine Erinnerung? Nö. Gucken, ob die Vögel gegessen haben. The birds ate all the seed already. Sehr schön. Hey, the birds ate all the seed already. Das freut mich doch jetzt schon wieder. Ja, hier kann man eigentlich ziemlich gut leben, ne? Also so stelle ich mir, so würde ich auch auswandern wollen. Schnee. Ich muss eine Ehrenrunde drehen. So, how's school? I graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies, huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. You really helped her out, huh? Oh, you know, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, she... Oh. I could never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that darn key. Du hast noch unsere Schlüssel? Wait, Sam. You have more of our keys? Yeah. The one for the barn's called a railroad key. See, it's got this special tip that you can... Fascinating. I'll take that off your hands now. Well, I figured I might still need to do some maintenance, so... Nope. We're good. Thank you. Fair warning. Door's a bit temperamental. Haven't you been taking care of this place? You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. No. Mena. Damn it. No, oh, shit. Ich gehe als erstes rein. All right. That fuse box is not gonna fix itself. Nicht der Sicherungskasten, aber ich will erstmal hier nochmal ein bisschen gucken. Steht auf jeden Fall noch ein altes Auto drinne. Alright. Fuses go into plugs. Should okay. Be easy enough. So, warte, ich muss erstmal. Let's take a look. Look at what? The whole jam needs to be replaced. Leute, hört auf zu reden, sonst kann ich nicht vorlesen. Ich versuch's trotzdem. Mary Ann, ich habe mich um deine Elektrik gekümmert. Ich muss los. Aber falls du es dir ansehen magst, pass auf, dass du die Schaltkreise nicht überlastest. Benutze 15 Ampere Sicherung für die Garage, für das Haus Sicherung, für das Haus Sicherung bis insgesamt 120 Ampere. Sam, PS, bin ziemlich stolz, weil ich ausnahmsweise auf die richtige Farbkodierung geachtet habe. Jede Sicherung sollte ein Kabel in der richtigen Farbe haben. Okay. Wrecked it playing ball. Ball? Football? Nein, nein. What are you, kitchen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Till I got hurt. Damn. Jetzt bin ich schon wieder voll. Ich bin, glaube ich, total überfordert. So, ach ja. Wir haben 30, 20, 15. Okay. 20, nee. Was war nochmal fürs Haus? 15 für die Garage. So, dann haben wir das schon mal hier. Und Garage ist da unten. Die 15er. So.
Problem must be the latch. No shit. It's covered in rust. Dann haben wir, ja gut, dann, was haben wir da oben? It's a door latch, not a bottle of water, kitchen outlet lights, okay. Sure could go for a margarita right about now. A margarita? Really? Hey, sometimes old Sam likes. Dann würde ich jetzt, ich weiß nicht, ich würde hier jetzt die 30, die 20, warte mal. Here, hold this. I want to get a look at the spindle. Haus bis 120 Ampere. Okay. Dann haben wir jetzt hier 30, 20, ne? What for? Genau. Und 50. You can't fend off a bear with smart ass remarks, you know. 60, 70, 80. Versuchen wir es mal so. Let's try this one. Wait, that's not right. Okay, das war falsch. Hey, I'm moving at my own pace. I need to know this stuff. All right. Women, huh? Don't do that, Sam. Did you read the note next to the box? Verstehe ich nicht. Die war falsch. 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nehmen wir eine 30er. Gut. Damn it. I guess I should try a higher amp fuse. Careful, you don't put a low amp in a high amp plug. Verstehe das nicht. That's a fire just waiting to happen. Just do the math, Allison. Verstehe es nicht. Ich glaube, ich bin zu blöd dazu gerade. There's mold everywhere. Well, don't stick your nose in there. Shh. Like it's a goddamn bouquet. Mildew is always a problem with it. Damn it. Dann fliegt dieselbe, okay? Try again. Ich lese das jetzt nochmal durch, so. Hier steht jetzt. Ich weiß ja nicht. Schaltkreise nicht überlassen. Pass auf, dass du die Schaltkreise nicht benutze. 15 Ampere Sicherung für die Garage. Das habe ich. So. Für das Haus Sicherung bis insgesamt 120 Ampere. So. Yeah, well, you're not the only person who used to fix Outlet Lights. Kitchen. Pretty much took an army to keep this place standing. Ach. Boah, bis 120, ja. Packen wir hier mal eine 30er rein. Und hier mache ich jetzt eine 20er. Why isn't this working? See any white cable? Ja. Paired with a 15 amp. Hey, what did I say? She's doing this on her own, man. Look, I'm all for. Also muss ich jetzt auch auf das Kabel achten. Ich bin schon wieder viel zu doof dafür. Thanks, but I'm no lady. Okay, dann müssen wir jetzt auch auf die Kabel achten. Okay, dann bin ziemlich stolz, weil ich ausnahmsweise auf die richtige Farbkodierung geachtet habe. Jede Sicherung sollte ein Kabel in der richtigen Farbe haben. Okay, gut. So, dann achten wir da jetzt drauf. Ist dann ein weißes Kabel. Ja, aber was hat das mit weiß? So, pass auf, dann machen wir das. Dann kommen die jetzt alle mal hier raus. So. Dann haben wir jetzt hier eine 20. So, dann haben wir hier eine 15. Vielleicht denk mal, diese blau-weiß steht für weiß. Dann haben wir hier wieder 20. Und hier haben, na, 20. Und da haben wir dann die 30. So müsste es gehen. Hm? Seems good. Geht doch. Man muss es nur erstmal verstehen. Oh, Zeit abgelaufen, schon wieder.
Ach, da hing die Waffe. Mit der... You damn fool. Everything okay? You two look like you got this all in hand, so, Bye. Gibt er sich die Schuld, weil er ihr die Waffe gegeben hat? What was that about? Na gut, ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.